Labyrinth. Come in. Wie können wir wieder die Anderlinge? Ah, okay. So. Jetzt müssen wir nur noch Odo oder Udo aufsuchen. Am anderen Arsch der Welt. Ernsthaft? Was willst du? Deswegen haben die keinen Bock auf diese Schrottdinger, Alter. Boah, die Viecher nerven. Ja, mach. Ach. Was will die Töle? Und da kommen noch Ertrunkene, genau. Geh fucking now. Fucking ernst? Wollt ihr mich verarschen? Da kann ich auch nicht rein. Ah, stirb endlich. So. Und tschüss. Ah. Ich wusste es. Ey, was ist jetzt hier los, Alter? Ah, kümmert euch um den. Ich warte nur, dass die anderen noch wiederkommen, Alter. Schon irgendwie Horror, ne? Oh, verpiss dich, du Scheißhund! Ich hasse Hunde in diesem Spiel. Wir müssen weiter geradeaus, also noch... Alter, müssen wir weiterhin. Schönes Gelaufe. Und bald treffen wir bestimmt wieder auf diese Fuckviecher. Ich hab keinen Bock auf die. Die sind böse. Wo ist dieses süße Tier? Kann man das irgendwie retten? Oh. Und ich kann man damit noch irgendwas machen? Also, jetzt nicht. Warum wusste ich, dass das kommt? Ha, holt dann. Da vorne sind Ghule. Will ich genau da, wo wir lang müssen. Wie toll! Ah.
hinten ist einer. Sind hier mehrere? Bisher sehe ich nur einen und einen tollwütigen Hund, der sich gleich verwandelt. Schnell weg, bevor sich die Hunde verwandeln, ohne Witz. Kennt man ja auf der Straße. Sieht man auch immer wieder. Hunde verwandeln sich einfach. Machen sie einfach. Tun sie halt, ne? Ach, ist so nervig. Und komm, du stirbst jetzt. Keinen Bock, deinen Scheiß mitzunehmen. Einsame Hütte. Boah, verpiss dich! Keiner will dich hier, also sterb, Mistviech. Oh, du hältst einen Schlag mehr aus als die anderen. Wow. Du Odos Hund. Ich wollte schon sagen, den töten wir jetzt auch gleich, Alter. Meine Güte, gehen mir die Dinger auf die Nerven. Was will der von uns? Wen sollen wir jetzt umbringen? Wir sind ja ein Schlechter. Wir töten alles, was lebt. Das ist... okay. Haben wir hier irgendwas, was er klaut? Und Bellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Aber dieser Fettwanst hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Klauen wir ihm das letzte Fleisch. Verhungert er halt. Alter, wie viel hat der hier zu fressen, Alter? Wach auf, Fettwanst! Wer da? Ich bin ein Hexer, ein Monstertöter. Er gehört auch dazu. Haus bewaffnet heimsuchen. Ich habe nichts, was ich zu stehlen lohnt. Ein Silberring. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin trinkt etwas, Meister. Na dann. Wow! Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Den Geist. In Fort. In Fort, Streuner. In Fort, Streuner. Wenn wir den umbringen. bla bla bla. Trunkenbold. Bla 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 bla. Geiziger Hurensohn, also. Halt die Fresse, du Missgeburt, sonst klau ich dir und mach alles kaputt. Klauen tue ich so oder so. Fettwanst. Ah, ich. Der will sterben. Gerald, der will sterben. Pack jetzt deine Waffen. Oh, fuck you. Nie darf ich jemand auf eigener Hand töten. Immer nur die, die man muss. Er hat uns gesagt. Ein Ring des ewigen Feuers muss vom Geistlichen sein. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich habe da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben, waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfe und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann mit riesigen Ästen. Möglicherweise sind sie tagsüber unter der Erde. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trink mir darauf. 50? Dein Ernst?
Soll ich von 50 Ohren kaufen, wenn hier alles so überteuert ist, Alter? Geiziges. 120 und keinen Ohren weniger. Zwei Unkräuter für 70 Ohren. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Wir trinken. Ihr Saufbolde! Eieieiei. Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht und einen zum Abschied. Wir wachen bestimmt irgendwo besoffen auf. Wir sollen uns um. Ist das. Wir sollen jetzt betrunken kämpfen! Eine Pflanze hätten wir gestürzt. Versteh nicht ganz. Alter, sind wir besoffen! Meine Fresse, ey, reiß dich zusammen, du bist ein Monster, schlechter, kein Säufer. Eieieiei. Oder ist Säufer unser zweiter Beruf? Das ganze Geld, was wir verdienen. Oder du fette Sau, wach auf. Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Ohren? Ja. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Ey. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sag euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. Boah, ich hätte. Hätte er uns jetzt um den Lohn betrogen, hätte ich dem den Kopf abgeschlagen. Ohne Witz. Ich müsste Mikul aufsuchen. Alter, warum sind wir so besoffen? Ey, das geht mir auf die Nüsse. Können wir zum Mikul irgendwie schnell reisen? Wehe, wenn nicht. Wir können nicht schnell reisen. Oh, durchs Hundilein, was ist denn los? Alter, kann man das Betrunkensein irgendwie beenden? Das geht mir gerade ein bisschen auf die Nüsse. Boah. Dieser
Vorsicht, Kleiner. Was bewachst du denn?